Wir sind die Familie Ahrens. Wir bewirtschaften den Betrieb seit 2016 zusammen. Mein Vater hat mir 2016 den Betrieb übergeben. Wir bewirtschaften eine Fläche von rund 115 Hektar, haben eine Milchkuhherde von 200 Tieren und entsprechender weiblicher Nachzucht mit 200 Tieren. Unsere Milchleistung unserer Milchherde beträgt aktuell 11.250 Liter. Ich bin hier Azubi im dritten Lehrjahr zum Landwirt. Ich habe mich für diesen Betrieb hier entschieden, weil er von vielen Leuten empfohlen wurde, für die moderne Technik vor allem. Wir stehen hier auch in einem modernen Melkstand, 20er Swingover, das heißt, wir können hier 140 Kühe in einer Stunde melken. Also was mir besonders gut gefällt, ist hier auch das Arbeitsklima, unter anderem mit meinem Mit-Azubi und vor allem mit der Betriebsfamilie hier, sehr guten, engen Kontakt zum Chef. Und so habe ich jeden Tag Spaß bei der Arbeit und kann hier vieles Neues lernen, was ich zu Hause auf meinem Betrieb anwenden kann. Kälberhaltung findet bei uns größtenteils in Gruppenhaltung statt. Frisch geborene Kälber gehen für ca. 2 bis 3 Wochen in eine Einzel-Iglu. Nach diesen 2 bis 3 Wochen befinden sie sich in einer Gruppenhaltung für ca. 10 bis 12 Wochen. Ab einem gewissen Alter bzw. einem gewissen Gewicht werden sie von der Milch abgesetzt. Wir haben uns für den Milchlandpreis beworben, weil die platzierten Betriebe Öffentlichkeitsarbeit betreiben können. Die Milchproduktion, die moderne Milchproduktion, die kann sich in der Öffentlichkeit zeigen, wie sie funktioniert, dass moderne Betriebe nachhaltig sind und dass sich moderne Produktion und Nachhaltigkeit nicht gegenseitig ausschließen.